Der letzte Kandidat auf unserer Liste ist Karel Sekulic, beziehungsweise nicht der letzte, sondern der nächste. Ja, das ist ein Kommandant der Wolves, der im Camp Red Fox stationiert sein soll. Und genau dort sind wir gerade hin unterwegs. Vorher werden wir noch ganz kurz lagern und ja, unseren neuen Laser, den wir gerade noch geschafft haben, montieren. Wenig im Moment. Er ist ein Kommandant der Wolves und für die VIP-Security beim Claw-Projekt zuständig. Das ist wirklich nicht viel. Sobald ich mehr weiß, werde ich mich bei dir melden. Klingt gut. Ich verschaffe mir einen Überblick. Nichts zu berichten. Genau, nichts zu berichten und wir montieren schnell unseren neuen Laser, damit wir auch schön grün zielen können. So, hier soll der also sein. Das sind Funker. Auf keinen Fall Alarm schlagen. Sauberer Schuss, Ghost. Dann schicken wir erstmal die Drohne los, um ein bisschen aufzuklären. Ein Einsatzzeitplan. Vielleicht genau das, was ich brauche. Aha, okay, gut. Wir wissen also durch die Wand, dass dort ein Einsatzzeitplan ist, ein Einsatzplan. Schauen wir mal, wie kommen wir denn dort am günstigsten hin? Wir könnten hier hoch und dann in das Gebäude auf 1 Uhr. Oh shit. Naja, es waren 3 Schuss, aber war vielleicht nicht ganz so taktisch klug, sich direkt neben die Straße zu setzen. Schauen wir mal, ob der aus dem Fahrzeug raus schon gefunkt hat. Nein, sieht nicht so aus. Alles klar. Gut, jetzt sind wir auf der falschen Position. Ist aber ganz gut, denn hier ist noch ein Wachturm mit einem Raketenschützen. Weil wir gehen trotzdem noch mal hier hinten hin, wo wir eben waren. Hoch, dann bietet uns das Gebäude auf 1 Uhr Deckung. Können wir rechts rum und dann hat das Gebäude hier zufällig einen Hintereingang? Ja, sehr gut, dann können wir darüber rein und dann sollte das eigentlich ohne weitere Zwischenfälle, ja, sollten wir den Einsatzplan beschaffen können. Oder zumindest ein paar Bilder davon machen, Blick reinwerfen, was auch immer. Hauptsache wir wissen, wo Karel Sekulic ist. Oder Sekulic. Ja, danke Fury. Oh. Alles sauber. Ganz genau, alles perfekt sauber. Was? Oh. Wir legen den sicherheitshalber mal hier hinten hin. Und den Raketenschützen würde ich gerne ausschalten. Sehe allerdings seinen Kopf nicht. Ist der von der Position. Aber einfach abwarten. Nicht den Raketenrucksack treffen, wenn es geht. So geht das, Boss. Perfekt. Schauen wir doch mal. Okay, das Gebäude. 1 Uhr. Perfekt. Ist hier hinten rum. Ich schau mal eben nach, ob da noch jemand ist. Und dann, jawohl, laufen wir schnell los. Perfekt. So, hier ist ja niemand drin. Und der Einsatzplan ist wo? Ich habe keine Ahnung. Hier. Dann schauen wir doch mal. Wo befindet sich Sekulic? Am Gold, bei der Gold Digger Range. Alles klar. Gut. Erstmal hier wieder exfiltrieren und dann geht's weiter. So. Hoppala.
Perfekt. Exfil komplett. Nomad, ich habe was zu Carol gefunden. Bevor er von den Wolves rekrutiert wurde, war er bei einem russischen Spezialkommando. Bei der Bodark-Einheit. Sagt dir der Name was? Bodark? Ja, habe ich schon mal gehört. Die war mal ein Hauptziel der Ghosts. Wie konntest du Carol so schnell damit in Verbindung bringen? Ich habe Kost kontaktiert. Ich wollte wissen, ob er irgendwas über die Wolves weiß. War nicht leicht, das aus ihm rauszukitzeln, aber anscheinend hat sich Carol bei Paladin 9 beworben, nachdem er übergelaufen war. Und pass auf, er wurde abgelehnt, weil er zu entspannt war. Das klingt nach jemandem, den ich gern mal treffen würde. Ich glaube, das war's. Zu entspannt? Interessanter Ablehnungsgrund. Was ist denn zu entspannt? Eine Polizeidrohne, eine Sky Cherubim und eine Crime Scene. Dann lassen wir die einfach mal. Oh oh, da kommt eine Azrael. Und weg ist er. Läuft wie am Schnürchen bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich echt stolz auf mich. Aber das Spiel macht mir auch einfach nach mittlerweile über 500 Spielstunden immer noch derbe Spaß. Ein Schluck Wasser, Boss. Du siehst fertig aus. Gut, das Ausdauersystem müsste nicht unbedingt sein. Aber wenn es nicht wäre, würde ich auch pausenlos darum sprinten. Also. So, 100 Meter noch. Aufpassen. Erstmal aufklären. Ja, genau das mache ich gerade. Da haben wir ihn ja. Noch andere Wolves? Negativ. Ist das ein Sentinel? Das ist ein Sentinel-Commander. Okay. So, dann ab geht's. Was zum Teufel ist hier passiert? Ja. Sie müssen der Ghost sein, von dem ich so viel gehört habe. Sind Sie Carol Sir Coolidge? Bin ich, ja. Dafür, dass Sie wissen, wer ich bin und was ich hier mache, sind Sie überraschend freundlich. Das ist das Bodark-Zeichen. Wolf. Ich hatte eben Kontakt zu Stephanie. Klang, als hätte sie ihnen Ärger gemacht. Also, sie stehen sich nahe, ja? Ich habe Schlimmeres erlebt. Sagen wir, ich bin nicht gut auf sie zu sprechen. Hören Sie, ich kann sie zu ihr bringen. Ich kann sogar dafür sorgen, dass sie ihnen alles über Chlor erzählt. Aber erst müssen sie mir einen Gefallen tun. Bin ganz Ohr. Es geht darum, dass ich von hier verschwinden will. Möglichst weit weg von den Wolves. Die Leichen. Der Einsatzplan. Alles von mir gefälscht, um diesem Leben zu entkommen. Ein ziemlich heftiger Plan. Das ist noch nicht mal alles. Die anderen sollten glauben, dass ich den Ghosts auf der Spur bin. Ich wollte einen ganzen Ghost-Einsatz am Damm inszenieren, bei dem ich dann in einer Explosion sterbe. Aber jetzt sind Sie ja da. Und Sie meinen, es wäre glaubwürdiger, wenn Sie von einem echten Ghost getötet werden? Da kann ich nicht widersprechen. Sowas in der Art. Schön, dass wir einer Meinung sind. Tun Sie mir einen Gefallen. Die müssen zur Leiche. Außerdem finden Sie bei der Leiche ein Funkgerät, mit dem wir kommunizieren können. Sobald das alles erledigt ist, erzähle ich Ihnen alles, was Sie wissen müssen über Chlor und den Strategen. Einverstanden. Der hat das Bodark-Logo im Nacken. Sekulic. Aber gut, er war ja auch Bodark, ne? So, eine Leiche am Trace Skeldamm hat er platziert. In der Nähe der Transformatoren. Mitten in der Basis?
Ist der Hai? Na prima. Okay, dann setzen wir den Heli mal ins Wasser und springen selbst ins kühle Nass. Sind wir schon relativ nah dran. Sieht halt schon geil aus irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe einfach ein Fable für Breakpoint, ja, aber auch generell für Ghost Recon Spiele. Ich liebe die Teile. Ich spiele auch seit kurzem, habe ich mir das bei eBay das PSP-Spiel gekauft. Das Ghost Recon PSP-Spiel des Predator. Ah ja, alles klar. Hier ist die Leiche. Perfekt. Und da sollen wir hin. Okay. Da hier haben wir einen Sniper. Auf 11 Uhr vom Einsatzziel aus. Dann haben wir einen Brecher auf 9 Uhr. Da haben wir noch einen Sniper. Auf 3. Und das war's. Gut, damit kommen wir klar. Aber wir sind hier. Das heißt, hier unten haben wir auch noch einen. Viele Patrouillen hier. Warten wir mal bitte. Nee, nicht ganz hoch. Ach Mist. Mit der Nachtsicht sieht man halt einfach nichts. Danke, das hilft. Kann ich von hier aus nicht treffen, ne? Nee, natürlich nicht. Ja, das war ein verdammt großes Nest. Gut, vielleicht können wir dem auch so entkommen. Warum habe ich die denn hier eben nicht gesehen? Bei den Transformatoren. Also sind die Transformatoren nebendran, ne? Sind nicht die, zu denen ich will. Was wollen Sie denn? Nichts, nichts. Ruhe bewahren. Ich war gar nicht hier. Kann ich das Licht ausschießen? Ich sehe halt nicht, wo die Quelle ist. Nee, die Lichter kann man nicht ausschießen. Brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Nachtsicht an. Nachtsicht ist an. Das ein Feind? Jo. Volltreffer, Baby. Das waren die Feinde? Die sind deutlich in der Natürlich sind die deutlich in der Überzahl. Schätzchen, was denkst du denn? So, hier ist das Haus, ne? Hier, da, ne? Warte, ja, ich glaube, ich gesagt, 11 Uhr, ne? Das heißt, da muss hier das Haus, da muss der Sniper sein. Habe ich hier aber Deckung? Jetzt kleb dich doch nicht immer an die Deckung dran. Das ist ein bisschen nervig. Sie haben das Funkgerät? Aber woher? Ich beobachte Sie natürlich. Ich lasse Sie das doch nicht ganz alleine machen. Okay. Also was muss getan werden, bevor wir das Ding in die Luft jagen? Naja, ich habe zwei Sachen auf der Liste. Als erstes müssen Sie die Besucherliste fälschen und meinen Namen eintragen. Außerdem müssen Sie den Ausfallschutz der Transformatoren deaktivieren. Die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen. Okay. Übrigens, wessen Funkgerät ist das? Meins. Aber keine Sorge. Der Kanal wird von niemandem aus meiner Einheit benutzt. Wäre nicht gut, wenn Sentinel in der Leitung hängt. Wir können uns nicht erlauben, dass die mithören. Hä, was? Ach, da oben! Verdammt! Na toll. So viel zu Stealth. Okay, was sollen wir jetzt machen? Ausfallschutztransformatoren deaktivieren, Computer hacken, alles klar.
Mist. Ja, helf mir mal hoch. Wäre ganz nett. Bei denen ist Verstärkung im Anmarsch. Ja, das noch. Ja, warum hat das so lange gedauert? So, und der Sniper ist auch außer Gefecht. Ich weiß nicht, ob ich den anderen Sniper noch erwischt habe. Mach sie kalt! Nein! So, Moment, das ist eine Flashbang. Aufpassen, die sind in der Überzahl. Ach du Heilige. Team, Feuer frei. Schießen! Schießen! Wir sind halt einfach so Brain AFK, wenn man denen nicht explizit den Feuerbefehl erteilt, ne? So, gut. Es gibt mir vielleicht ein bisschen Luft, um mich zu verarzten. Erledigen wir den Scheiß! Oh oh. Angetroffen! Ich lade nach! Oh oh. Wer ist am Boden? Ach, die Nachtsicht ist so nutzlos. Ich ärgere mich jedes Mal darüber. Ein Wald ist gut. Ah, Mist. Verdammt. Der Sniper. So. Aus irgendeinem Grund sind die alle aufgeschreckt. Wir sind neu gespawnt, aber ich habe keine Ahnung, warum die aufgeschreckt sind. Sniper. Vor uns versteckt sich niemand. Hab die Nachtsichtbrille auf. Viel besser. Ja, wahrscheinlich. Dann schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Versteckt sich niemand. Oh verdammt, wenn ich da hochkomme, bin ich sofort entdeckt. Schöner Treffer. Oder auch nicht. Sehr gut. Von hier aus haben wir eigentlich einen guten Überblick über die Basis. Allerdings hilft uns das nicht viel weiter. Werden wäre jetzt schlecht, aber wenn wir uns klug anstellen, dann schaffen wir das auch so, ohne entdeckt zu werden. Ich will wissen, wo die sind.
Baby, und zwar schnell! Mach das Arschloch fertig! Der Feind ist hier. Achtet auf eure Sektoren. Oh, Vorsicht! Der Feind operiert in unserem Sektor. Ja, so viel zu nicht entdeckt werden. Ich meine, wir könnten hier auch eine Falle aufstellen, aber... Okay, die wissen nichts. Wir gehen auch nicht schauen, was da mit den Schüssen war. Guckucks. Guten Deckung? Ja, gewissermaßen. Wären wir allerdings außerhalb. Ist alles besser. Wobei das gar nicht so verkehrt wäre, vielleicht. Ist das ein Heavy da hinten? Ja, ne? Jetzt geht der Heavy in Deckung. Ach, das ist... Sorry, Fury. Ich wollte dir nicht wirklich einen Headshot verpassen. Und Action. Oder? Auch nicht. Feuer auf mein Kommando. Bin unterwegs, Boss. Mein Ziel erfassen. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Bin schussbereit. Anvisiert. Perfekt. Stellung halten. Achtung. Ich hatte da jemanden gesehen. Oh, war nur ein Gabelstapler. Okay. Nachtsicht ist an. Komm raus, du feiges Stück. Zeig dich. Feuer auf 3. 1, 2, 3. Gut geschossen. Wir warten ein bisschen früh dran, aber was soll's. Du kannst dich nicht. Sauberer Schuss, Ghost. Da hat Voice Attack wohl Feuer auf 3 als feuerfrei verstanden. Das kann passieren. Ghosts bei mir sammeln. Rück zu meiner Position vor. Verstanden. Wir kommen zu dir. In dieser Dunkelheit sieht man nichts. Heavy ausgeschaltet. Und dann mal ab zu den Infos. So, Karel auf die Besucherliste gehackt. Jetzt nur noch den Ausfallschutz der Transformatoren deaktivieren. Immer mitten rein. Und dann können wir, wenn ich den Plan richtig verstanden habe, die Generatoren in die Luft jagen. Dunkelheit finde ich niemanden.
Heilige. Ich habe keine Ahnung, warum die Waffe plötzlich aufgehört hat zu schießen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe den Maus, ich habe die Maustaste gedrückt gehalten. Es ist alles bereit. Muss ich noch irgendwas wissen, bevor wir die Eisdiele in die Luft jagen? Nein. Sie dürfen loslegen. Die Eisdiele? Hat er gerade gesagt, die Eisdiele? Nun gut, dann wieder zurück. Dann jagen wir die Eisdiele in die Luft. Allerdings sollten wir zuerst schauen, dass wir auch was dabei haben zum in die Luft jagen. Eine Runde C4 für alle. Sind außerhalb. Kein Problem für uns. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6 und das war's mit dem C4. Wir brauchen noch 2. Ja, gut, dann machen wir den Rest mit Granaten. Achtung, bereit. Sprengung in 3, 2, 1. Allerdings habe ich keine Granaten mehr dabei. Oh, oh, oh. Strom, 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 Strom. Ich bin verletzt. Den anderen haben wir nicht erwischt. Jetzt nochmal. Jetzt haben wir ihn. Perfekt. Heieiei. Gut, ich habe bei Ihrem Problem geholfen. Helfen Sie mir jetzt bei meinem. Sparen wir uns das Geplänkel, okay? Ich bin der Leiter der VIP-Security von Claw und der taktische Berater des Strategen. Ich war Berater für geheime Spec-Ops-Taktiken. Möglicherweise war einer Ihrer Freunde involviert. Meides? Kann sein. Wer es auch war, musste ein paar unangenehme Verhöre ertragen. Sehr unangenehme. Wo kann ich ihn finden? Ich schicke Ihnen die Details und alles, was ich über die Festung des Strategen weiß. Aber, und das kann ich gar nicht genug betonen, versuchen Sie nicht dort einzudringen, bevor Sie alles über Claw wissen. Verstanden. Stephanie und ich wollen uns bald in der Wildnis treffen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wenn Sie da sind, werden Sie alle versprochenen Infos erhalten. Ich bin gespannt. Dann sind wir mal gespannt. Okay, Midas wurde wohl für, mit oder bei Projekt Claw gefoltert, so wie sich das angehört hat. Die Frage ist, wo haben wir den einen Scharfschützen? Gesehen. Er war da oben, oder? So, wir schnappen uns jetzt den Heli, dann sind wir weg. Und weg hier. Hat im zweiten Anlauf ja noch ganz gut geklappt.
So, gleich sind wir am Treffpunkt. Landen wir mal in sicherer Entfernung. Hast du einen Moment? Klar, was gibt's? Probleme? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe Stephanie Burgess gefunden und ich glaube, du wärst gern online dabei. Das könnte sehr interessant werden. Klingt auf jeden Fall so. Danke. Wie konnten uns die Ghosts finden? Hör mal, beruhig dich. Ich habe sie gerufen. Die wollen nur reden, mehr nicht. Beruhig dich. Ist zu entspannt, dass er kifft oder was? Hallo, Stephanie. Ich hoffe, Sie haben eine gute Erklärung für das alles. Wenn die uns verfolgen, ist es deine Schuld, Carol. Ich verstehe. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Wenn wir Claw ausschalten können, wird sie niemand verfolgen. Ghost hin oder her. Sie haben ja keine Ahnung, worauf Sie sich da einlassen. Also, ich arbeite für Lomax Farrell, die Entwickler von Claw. Einer der Gründer ist Michael Lomax, ein US-Senator aus dem Unterausschuss für Verteidigung. Er benutzt seinen Einfluss, um Aufträge zu beschaffen und seine eigenen Forschungen zu finanzieren, wie Claw. Er benutzt Steuergelder, um Claw zu finanzieren? Und er hat einen Regierungsauftrag? Das macht es komplizierter. Der andere Firmengründer ist Lomax' Partner, Farrell. Er ist der Stratege. Und er hat all das Geld, die Macht und die Kontakte genutzt, um das Projekt auszuweiten. Klingt fast nach einem Staat im Staat. Oh ja. Welcher Vertreter der USA auch immer sie auf die Spur von Claw gesetzt hat, denkt einige Schritte voraus. Entweder wissen die von den Plänen des Strategen, oder es baut sich was anderes zusammen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr sagen. Das sind genug Informationen, damit Sie anfangen können. Wird sicher ein Spaß, sich durch diese Scheiße zu wühlen. Wir müssen los. Die Insel ist abgeriegelt. Wo wollen Sie hin? Lassen Sie das unsere Sorge sein. Ich kenne ein paar Orte, wo wir sicher sind. Aber bleiben Sie in der Nähe des Funkgeräts. Wir sehen uns bestimmt wieder. Deep Blue, alles verstanden? Ja, und das gefällt mir gar nicht. Dazu gab's nichts im Briefing. Eine Frage. Wer hat dich auf diesen Einsatz geschickt? Die CIA. Zuteilung kam auf demselben Weg wie sonst auch. Aber um ehrlich zu sein, das Timing war schon etwas verdächtig. Ich erhielt den Auftrag, kurz bevor Aurora von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Das ist wirklich verdächtig. Was, wenn jemand in der CIA wusste, dass Aurora abgeriegelt wird? Hm? Vielleicht geht es bei diesem Einsatz um mehr als nur den Strategen zu schnappen. Vielleicht eine Rettungsaktion, hm? Wenn die von Aurora wussten, dann wussten sie auch, dass die Aktion die Ghosts auf den Plan rufen würde. Oder schlimmer. Eine Intervention. Wenn ich oder irgendein Ghost Farrell in die Hände bekäme, wir würden alles aus ihm rausholen. Seine Freunde im Senat, die Interessenskonflikte. Das wäre ein Skandal. Die reinste Schattenstaatgeschichte. Eher was für Verschwörungstheoretiker und Verrückte. Schwer zu glauben, ich weiß, aber vielleicht arbeitest du für die falsche Seite. Denk mal drüber nach. Wenn Schmiergelder Technologien wie Claw kontrollieren und Aktionen der Company und des Verteidigungsministeriums bestimmen können, wer weiß, wie weit das reicht. Ich will gar nicht daran denken. Pass auf. Ich werde den Einsatz zu Ende bringen. Und danach werde ich Farrell nur den vertrauenswürdigsten Leuten übergeben. Du hast mein Wort. Denn ich glaube, du hast recht. Hier stimmt etwas nicht. Wohl wahr. Interessant. Gut, diese Infos haben wir alle bekommen. Gerade aus erster Hand. Und damit haben wir den Einsatz abgeschlossen.